Ob nun Erdbeben oder Revolte, das, was da gestern kurz vor 17 Uhr aus der Unionsfraktion gemeldet wurde, war in jedem Fall eine faustdicke Überraschung. Ralf Brinkhaus wird Nachfolger von Fraktionschef Volker Kauder. Es war ein ganz, ganz fairer Wahlkampf, den wir gehabt haben. Es war eine Visitenkarte für Demokratie in unserer Fraktion. Und das gibt uns viel, viel Schwung, auch für die nächsten Wochen, Monate und die nächsten 3 Jahre. 13 Jahre lang war Volker Kauder Merkels Fraktionsvorsitzender. 13 Jahre, in denen aber in der Fraktion immer mehr geklagt wurde, dass der 69-jährige Baden-Württemberger oft nur der verlängerte Arm des Kanzleramtes sei. Ich brauche Volker Kauder, hatte Merkel die Fraktion vor der Wahl beschworen. Und auch CSU-Chef Seehofer warb für ihn. Dass es knapp werden könnte, sah man Kauder schon vor Beginn der Fraktionssitzung an. Sein Gegenkandidat Ralf Brinkhaus dagegen ganz locker. Der mächtige Kreis der Mittelstandspolitiker hatte sich für ihn ausgesprochen. Und er weiß, dass viele ostdeutsche Fraktionsmitglieder ihm ihre Stimme geben wollen. Kauder, der Mann der Parteispitzen, Brinkhaus, der Mann ohne Netzwerk in der Fraktion. Was anschließend passiert, kommt einem Misstrauensvotum gegenüber der Kanzlerin gleich. Merkel muss nach der Causa Maaßen eine weitere Niederlage eingestehen. Ralf Brinkhaus hat heute die Mehrheit der Stimmen bekommen. Und ich habe ihm natürlich gratuliert und auch gute Zusammenarbeit angeboten. Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Aber trotzdem möchte ich, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion erfolgreich weiterarbeitet. Und deshalb werde ich Ralf Brinkhaus, wo immer ich das kann, auch unterstützen. In Hessen steckt CDU-Vize Volker Bouffier mitten im Landtagswahlkampf. Da stören die Meldungen aus Berlin. Aber beschädigt sei die Kanzlerin für ihn nicht. Ich sehe das nicht als Machtverlust. Also ich glaube, dass die ganzen Kolleginnen und Kollegen der Bundestagsfraktion sehr wohl wissen, dass die Bundeskanzlerin die ist, die den ganzen Laden zusammenhält. Aber die Fraktion, das ist ihr Recht, hat gesagt, nee, wir hätten gerne jetzt mal eine neue Figur dort vorne. Und wir sind ja nicht in Ämtern, um uns sozusagen zu berühmen, sondern jetzt geht es darum, die Aufgabe anzugehen. Und auch die Besucher der CDU-Veranstaltung in Offenbach nehmen den Wechsel von Kauder zu Brinkhaus eher gelassen. Das hat mit der Kanzlerin selber noch nichts zu tun. Tut ihr weh, aber sie hat genug Rückhalt, sehe ich so. Es ist einfach ein demokratischer Prozess und Brinkhaus hat sich durchgesetzt. Und ich finde es großartig, dass auch vielleicht ein Ruck durch die Partei geht und es jetzt mal frischen Wind gibt an der Spitze der Fraktion. Die Wahl von Ralf Brinkhaus ist eine Zäsur für die Unionsfraktion. Im Vorraum seine Vorgänger. 10 Bilder hängen hier schon. Das 11. muss jetzt platziert werden.